Ja, hallo Freunde des plötzlichen Wintereinbruchs. Ich habe mir hier mal was besorgt und zwar ist das so ein Auto-Starthilfe-Teil. Ziemlich mobil, ziemlich leicht. Ja, der Winter kommt ja immer so plötzlich und dann steht man da und kommt morgens nicht zur Arbeit, weil das Auto nicht anspringt oder so. Das geht natürlich nicht und deswegen, ja, habe ich mir das geholt, aber auch wegen einem Missgeschick an meinem Wohnmobil. Da sind wir neulich auch liegen geblieben. Zum Glück hat uns da jemand Starthilfe gegeben. Ja, aber wenn das mal passiert in der Butnik, ne, dann ist natürlich doof. Und daher habe ich mir zur Vorsorge so ein Teil mal besorgt. Natürlich kann man es mit Solar beladen und das werde ich jetzt mal machen. Ja, natürlich nutze ich meine Solaranlage dafür, um den zu beladen. Gerade hier die Inselanlage, die ist weder mit dem Netz verbunden, noch hat sie viel Geld gekostet. Hier sind gebrauchte Solarmodule dabei. Ja, 72%, dann schaue ich mal, wie lange das dauert. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr und dann kann ich euch das sagen. So, 3 Stunden geladen, da war er voll. Wenn ich jetzt mal rauf drücke, sieht man Output 100%. Also da stand halt sonst rechts oben Charging. Das ist jetzt weg. Ja, jetzt muss ich hier oben in diesem Fach diese beiden Krokoklemmen anstöpseln mit diesem beigelegten Stecker. Und man soll aufpassen, dass die nicht aneinander kommen. Notfalls hat es auch einen Kurzschlussschutz. So, ja, denkbar einfach. Ich mache mal das Multimeter an. Ich habe jetzt mal hier so eine runtergerockte Autobatterie simuliert. 10,87 Volt sind drauf. Und wenn ich den jetzt anstöpsel, dann müssten wir hier auf dem Display irgendwas sehen. Ich denke mal, dann geht auch sofort halt die Spannung von dem Teil auf die Batterie über. Ja, das Teil als Powerbank für den Notfall auch durchaus zu gebrauchen. Also hier ist so eine Steckdose, die steckt man da rein und dann, ja, ganz normal den 12 Volt Stecker für die Kühlbox. Dann läuft die Kühlbox immer gut über eine Stunde und ja, ist auch nochmal eine weitere Verwendung. Natürlich nur im Notfall das Teil als Powerbank benutzen. Ansonsten kann man es vielleicht für den Start des Motors nicht mehr verwenden. Das ist ja Priorität bei so einem Gerät.